Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zeige ich euch das Dr. Edward Richtofen-Mistake auf der neuen Zombie-Map Borrowed. Und ja, für die einzelnen Schritte habe ich die Minutenzahlen in die Beschreibung geschrieben. Und wir brauchen jetzt als erstes die Antenne aus der Scheune, weil wir müssen das Fallbeil zusammenbauen. Dann brauchen wir noch die Satellitenschüssel, die ist oben auf der Veranda vom Saloon. Dann den Kristall aus der Mine. Und als letztes brauchen wir diese Rolle, ja, neben dem Gunshop, neben dem Waffenshop ist eine Rolle, die braucht ihr. Und die müsst ihr dann, ja, zusammenbauen und dann sieht das Ganze so aus. Als zweites müsst ihr die Kristallkugeln oder die Kugeln anschießen mit der neuen Wunderwaffe. Ihr könnt sie aber auch zerstören, also das macht keinen Unterschied, wir haben beides ausprobiert. Es gibt davon 4 Stück auf der Karte. Ja, das eine habt ihr gerade gesehen, neben dem Saloon, das zweite war jetzt in der Mine. Das dritte ist neben der Kirche und ja, die letzte Kugel ist hinten bei dem Geisterhaus, hinter dem Geisterhaus im Garten. So ziemlich am Haus dran, also das dürftet ihr eigentlich finden. Ja, wenn ihr das gemacht habt, fliegt eine blaue Lampe über die Karte. Die müsst ihr mit einer Granate runterwerfen. Dabei müsst ihr beachten, eine Granate explodiert nach 5 Sekunden in der Hand. Und ja, ihr solltet sie am besten nach 3 Sekunden loslassen, dann wart ihr auch nicht zu früh oder zu spät. Dann sammelt ihr die Lampe einfach ein und geht mit der Lampe ins Geisterhaus und da müsst ihr dann 10 Geister töten. Und das kann nur der machen, der die Lampe im Besitz hat. Und immer wenn ihr einen Geist tötet, hört ihr einen Gong. Und das Ganze macht ihr, wie gesagt, 10 Mal. Und am besten zahlt ihr vorher euer Geld in der Bank ein oder passt einfach auf, dass die Geister euch nicht berühren. Da gibt es ja einen kleinen Trick, und zwar, wenn man stehen bleibt, dann sind die Geister ja richtig langsam und man kann die problemlos abschießen. Ich mache das meistens so, dass ich ja so schnell wie möglich durchs Geisterhaus durchgehe und dann mich hier hinten in diese Ecke stelle und ein bisschen campe und die Geister aus der Distanz töte. Und ich glaube, das müsste jetzt auch schon der letzte gewesen sein. Da war nochmal der Gong. So, jetzt kommt kein Gong mehr. Das sagt euch, dass, ja, die Lampe aufgefüllt ist. Richtofen redet auch gerade mit Stuhlinger. Jetzt könnt ihr mit eurer aufgeladenen Lampe wieder das Geisterhaus verlassen und bringt sie zum Dach vom Waffenshop. Da könnt ihr vom Saloon aus rüberspringen oder von der Bank aus könnt ihr da auch rüberspringen. Entschuldigung. Dann seht ihr ja eine Markierung auf dem Dach. Da könnt ihr eure Lampe verbauen. Und dann seht ihr auch, dass vor euch ein Code erscheint. Und diesen Code zu knacken hat mich mehrere Stunden gekostet. Meine Jungs im TS wissen das. Ich saß wirklich mehrere Stunden dran. Und zwar ist das der Freimaurercode. Und der Freimaurercode funktioniert eigentlich total einfach. Ich orientiere mich jetzt gerade mal ja, auf das M, N und O. Das ist ja ein Kasten. Und wenn ihr jetzt bei euch in diesem Code einen Kasten habt, wo zum Beispiel ein Strich in der Mitte ist, dann ist das ein N. Wenn der rechts ist, ist es ein O und wenn der links ist, habt ihr ein M. So knackt man diesen Code und hierbei ist wichtig zu beachten, dass nur der obere Code richtig ist. Nur der richtige Code ist richtig. Der Code, das ist der Name eines Schildes, was ihr tasern müsst und die unteren beiden sind falsch. Also es gibt 5 Schilder, eins wisst ihr, 2 sind falsch, also bleiben 2 übrig. Das sind die 2, also wissen wir genau, was wir tasern müssen. Ja, und das machen wir jetzt. Wir gehen in die Mine und da seht ihr auch schon die Schilder. Wenn ihr die tasert, dann ertönt ein Gong und die Schilder fangen an, rot zu leuchten. Also dann wisst ihr auch, dass es funktioniert hat. Aber auch die falschen würden, ja, würde auch ein Glockenton ertönen und würden auch leuchten. Deshalb macht es einfach richtig. Wenn ihr den letzten getasert habt, das letzte Schild getasert habt, kommt eine, ja, ein Lichtball raus. Den müsst ihr hinterherlaufen, ihr müsst ihn erwischen, ihr müsst wirklich flink sein, am besten ihr macht das zu zweit. Und hierbei ist auch wichtig zu beachten, dass ihr das neue Perk Gaia Elixier braucht, sonst seht ihr diese Kugel nicht. Diesen Lichtpunkt, den seht ihr dann nicht. Und wie gesagt, ihr müsst echt flink sein. Ja, an letzter Stelle ist dieser Lichtpunkt vor dem Fallbeil. Und da müsst ihr dann aber auch noch hinrennen, das ist auch wichtig zu beachten. Wir haben mit Sicherheit 10-mal gefailt, weil wir nicht wussten, dass er da auch nochmal erscheint, beziehungsweise dass wir ihn da auch nochmal berühren müssen. Also ist das wichtig. Wenn ihr das gemacht habt, erscheint der Punkt, der Lichtpunkt am Fallbeil. Und nächste Aufgabe ist es, Zombies zu töten, aber nur Zombies. Also ihr könnt natürlich alle Zombies töten, aber wichtig sind die, ja, auf die der Lichtpunkt fällt. Und das könnt ihr jetzt super erkennen hier. Der Zombie wurde vom Lichtpunkt erfasst. Ja, und den müsst ihr töten. Und das Ganze müsst ihr 5-mal machen. Also 5 Zombies, die angeleuchtet wurden, müsst ihr töten. Und dann sind diese 5 kleinen Lichtpunkte neben dem Kristall. Und dieser Schritt ist erfolgreich. Das hört ihr auch immer durch einen Gong und so einer kleinen Musik. Das ist aber überall so. Als nächstes braucht ihr die Zeitbomben. So sehen die aus. Die benötigt ihr jetzt. Wenn ihr diese Zeitbomben habt, müsst ihr euch alle beim Fallbeil treffen und euch da wirklich ranstellen. Ansonsten funktioniert dieser Schritt nicht. Alle ranstellen und dann zünden. Dann seid ihr in einem
ja, in einem Schwarz-Weiß-Modus. Ja, ihr müsst in diesem Modus darauf achten, dass die Zombies unendlich Leben haben. Also ihr könnt sie nicht töten. Das heißt, lasst euch nicht einsperren. Und dann müsst ihr Körper finden. Vier Körper. Also eure Charaktere liegen hier jetzt rum und die müsst ihr durchsuchen nach einem Schalter. Hier steht jetzt Schalter gefunden. Wenn ihr diesen Schritt wiederholen müsst, weil ihr es nicht rechtzeitig geschafft habt, müsst ihr auf Muni spielen und diesen Schritt wiederholen. So, wenn ihr den Schalter gefunden habt, müsst ihr den Schalter am Fallbeil montieren und dann sagt Richtofen zu Stuhlinger, dass ihr in den Garten gehen sollt. Aber vorher gebe ich euch noch einen kleinen Tipp. Und zwar macht ein Crawler und füttert den Riesen in der Nähe des Zombies, also des Crawlers, mit Süßigkeiten. Dann hebt er ihn auf und ja, er lässt ihn einfach nicht mehr los. Die Runde geht nicht zu Ende, der Zombie stirbt nicht von alleine und dann habt ihr eure Ruhe. Ja, im Garten angekommen, findet ihr vier Türen mit Hebeln dran, ne? Da müsst ihr die vier Hebel in der richtigen Reihenfolge betätigen. Das kann aber auch nur durch Fehlversuche herausgefunden werden. Ich gebe euch jetzt ein theoretisches Beispiel, damit ihr es leichter versteht. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel grün als erstes, rot als zweites, blau als drittes, gelb als viertes macht und nur der grüne und der blaue funkelt, wisst ihr, dass grün an erste Stelle muss und blau an dritte Stelle und rot und gelb müssen getauscht werden. Dann habt ihr diesen Schritt erfolgreich. Also nur mal, um das verständlich zu erklären. So funktioniert dieser Schritt. Wir saßen auch stundenlang dran, sogar im Livestream. Auf jeden Fall müsst ihr dann zum Brunnen gehen und könnt euch einen Wunsch aussprechen lassen. Und wenn ihr das tut, ja, erscheinen so Papp-Cowboys und die müsst ihr schnell und präzise abschießen, nacheinander in der richtigen Reihenfolge. Also die erscheinen, dann müsst ihr sie auch sofort abschießen, ihr habt nicht viel Zeit. Ja, hier rechts könnt ihr meine Mitspieler sehen, ich habe die Sicht eingeblendet. Ihr könnt auch gerne da draufklicken, dann wird euch das Video von meinen Mitspielern abgespielt und ihr könnt es in groß sehen, wie die es gemacht haben. Und ja, das ist der letzte Schritt. Ich finde, es ist ziemlich schwierig. Also für mich ist es schwierig, da ich nicht so ein hundertprozentiges Aim habe. Aber ihr braucht auch nicht mit einer Kugel töten oder so. Ihr müsst einfach nur schnell sein und ja, alle Ziele treffen. Das ist das Easter Egg. Dafür gibt es sieben Perks, die man nicht verliert, auch wenn man stirbt, auch wenn man ganz K.O., also ganz drauf geht. Und ihr bekommt einen 75 Gamescore-Erfolg. Ja, jetzt kommt noch was Episches. Und zwar im Gerichtssaal, wenn ihr da durchgeht und diesen Knopf drückt, hört ihr einen Ausschnitt von Maxis und Richtofen? Und ja, das Ganze funktioniert nur, wenn alle Spieler in der Lobby dasselbe Easter Egg haben auf allen Karten. Ja, ich bin jetzt mal leise und lasse euch zuhören. Zuvor. Wir können miteinander reden, spielen und Spaß haben.
Eigentlich ist es ziemlich aufregend. Magst du Salat? Ich verstehe dich, Sammy. Mach einfach weiter wie bisher und ich lasse dich eine Weile in Ruhe. Mach so weiter wie bisher und ich lasse dich eine Weile in Ruhe. Das ist sowas von episch. Das deutet stark darauf hin, dass es weitergehen wird. Jetzt zwar nicht in Black Ops 2, ich kann mir gut vorstellen, dass es das gewesen ist. Ja, aber lassen wir uns überraschen. Hier sieht man noch, dass man durch das kleine Easter Egg, was man am Ende noch macht, dass man dadurch ja ein Extra bekommt. Und zwar Eselstritt, mit dem ihr 4 Waffen gleichzeitig tragen könnt. Ziemlich coole Sache. Und ihr habt dauerhaft Sale. Das geht niemals weg. Ihr habt jetzt ja für immer Sale. Könnt immer an die Kiste gehen. Zahlt dafür nur 10 Punkte pro Benutzung. Und einfach nur geil. Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel suche, auf meiner Weltkugel, meine Maps sind nicht mehr blau, also leuchten nicht mehr blau. Ja, das bedeutet, dass die Easter Eggs resettet wurden und man kann jetzt einfach von vorne anfangen oder einfach jetzt die andere Seite machen, zum Beispiel die Maxis-Seite. Man konnte auch gerade sehen, der Turm hat auch nicht geleuchtet. Und ja, das soll es gewesen sein. Das war das komplette Richtofen-Easter Egg auf der neuen Zombie-Map Borrowed. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Zombies-Killen und haut rein. Subscribe to Vectix Channel, please. Thank you.